Hey, es ist schon wieder soweit. Es ist Kakerlaken-Party-Zeit. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die vergangenen Anrufe aus der letzten Woche nur eben zusammengefasst, ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesen neuen Telefonaten. Yep. Hallo, guten Tag, Herr Kart. Yep. Ja, mein Name ist Dominik Novak. Sie haben das 3 Stunden früher das an unserer Werbung, das über das Software Secret App angeschaut. Stimmt das? Ma. Bitte? Ma. Hallo. Hallo. Wie kann ich denn helfen? Hallo. Ja. Ja, das und sagen Sie mir bitte, dann haben Sie alles verstanden? Was denn? Hallo. Hallo. Ja, das haben Sie alles verstanden an unserer Werbung? Ja, Sie haben mir noch gar nicht so viel gesagt. Was soll ich denn da verstehen? Warten Sie bitte 1 Minute. Eine Minute? Das ist aber ganz schön lang, so eine Minute. Hallo? Wo sind Sie denn jetzt? Warum reden Sie nicht mehr? Hallo? Also wenn Sie nicht sprechen möchten mit mir. Hallo, schönen guten Tag. Mario Kart. Ja, wer ist denn da jetzt? Hallo? Ja, was denn? Hier ist Jonas Meyer. Ich bin anderer Finanzberater. Also, Sie haben gerade unsere Software Gemini Secret App angeschaut, stimmt das? Ja, aber warum kommt da jetzt ein anderer Mann? Also, unser Mann, der mit dem früher gesprochen hat, er muss mit Chef eine Besprechung hat und leider kann er mit ihm nicht sprechen. Also, jetzt bin ich hier. Entschuldigung. Aber warum ruft der denn an, wenn der gar nicht sprechen kann? Bitte? Warum ruft denn der denn an, wenn der gar nicht sprechen kann? Also, was meinen Sie? Na, ich meine, warum der anruft, wenn er gar nicht sprechen kann. Macht doch gar keinen Sinn. Also, das war sehr scharf. Entschuldigung für dieses Missverständnis. Alles in Ordnung. Ich arbeite hier auch und ich kann alle mit Ihnen besprechen, alles in Ordnung, kein Problem. Ja, und kriegt er jetzt Ärger von seinem Chef? Bitte? Kriegt er jetzt wenigstens Ärger von seinem Chef? Nein, ja, also anderer Finanzberater, jetzt hat ein Gespräch mit dem Chef. Ich weiß nicht, wofür sprechen Sie dort, aber er kann mit Ihnen jetzt leider nicht sprechen. Deshalb, Sie bitten mich, damit ich mit Ihnen alles besprechen kann. Okay? Sind Sie auch nett? Bitte? Sind Sie denn auch nett? Ja. Also, ich bin hier, um Ihnen weiter zu helfen und alles zu erklären. Ja? Also, sagen Sie mir bitte zuerst, wie alt sind Sie? Ich bin, Haben Sie aufgeschrieben? Wie alt sind Sie? Nein. Bitte? Danke. Können Sie bitte deutlicher sprechen? Was meinen Sie denn? Wie alt sind Sie? Habe ich doch schon 2-mal beantwortet. Ich habe nicht verstanden. Können Sie bitte wiederholen? Nein, nein. Das war undeutlich. Können Sie bitte deutlicher sprechen? Aber ich dachte, Sie wollen mir helfen. Jetzt wiederholen Sie ja immer nur die gleiche Frage. Okay. Sagen Sie mir bitte, wie alt sind Sie? Nein. Nein? Doch, habe ich doch. Also sprechen Sie mit mir oder mit jemandem anderen? Ich spreche mit Ihnen. Was? Ja. Verstehen Sie mich? Ja, aber Sie verstehen mich ja nicht. Okay, können Sie bitte deutlicher sprechen, damit ich besser verstehen Sie kann. Sagen Sie mir, wie alt sind Sie? Na, 2,9. Ich habe 5-mal diese Frage wiederholt. Bitte wiederholen Sie auf 3. Mal. Ich soll 3-mal wiederholen nach der 5. Fragestellung. 50, ja? 2,9. 9? Nee. Herr Kart, respektieren Sie meine und Ihre Zeit. Bitte, werden Sie das kurz erklären und dann werden Sie bei uns arbeiten und bekommen volle Unterstützung von unserer Firma. Damit wir zusammen arbeiten können, ich muss wissen, wie alt sind Sie. Wenn Sie nicht mündig sind, dann können wir zusammen nicht arbeiten. Sind Sie mündig? Was für ein Ding? Bitte? Was? Sind Sie mündig? Was ist das? Sind Sie unten 18 oder oben 18? Oben 18. Oben 18.
Okay, prima. Das ist ganz gut. Danke für Ihre Antwort. Warum frage ich das? Ja, weil wir einen Verifikationsvertrag mit Visa und Mastercard haben und dürfen nicht mit den Leuten unter den 18 arbeiten. Gut. Dann sagen Sie mir bitte, haben Sie alles in unserer Werbung verstanden? Welche Werbung denn? Auf welchem Sender kommen die? Secret Up, das, es geht um Arbeit in verschiedenen Börsen und am Unterschied der Preise können Sie Ihr Kapital vergrößern. Haben Sie dort alles verstanden, oder nein? Nee. Okay, jetzt werde ich kurz erklären. Aber zuerst sagen Sie mir bitte, wo sind Sie geboren noch? Wo ich geboren bin? Brandenburg. Im Krankenhaus. Genau, sehr witzig. In welchem Land sind Sie geboren? In Deutschland, wo sonst? In Deutschland, ja? Ja. Super. Also, wir haben zwei Möglichkeiten für unsere Kunden. Alle unsere Kunden bekommen ein spezialisiertes automatisches System mit vielen Add-ons, Makros, Roboter, Signals und so weiter. Mhm. Sie installieren es gemeinsam mit Ihrem Experten. Er geht auf Ihre Wünsche ein und installiert alle notwendigen Konfigurationen. Das ist sogenanntes Robot. Es arbeitet mit verschiedenen mathematischen Algorithmen und alles läuft vollkommen automatisch. Nach dem Handelskonto-Verifizierung können Sie Geld auf Ihr Bankkonto auszahlen. Und zweite Möglichkeit, das ist Ausbildungsmöglichkeit. Dazu brauchen Sie Zeit und Geduld und bekommen Sie Webinare. Sie lernen solche Themen, Finanzwissen, Diagramme, Finanzmärkte, Inflation, Arbitrage und so weiter. Ja. Okay. Sie können alles lernen und dann allein alles machen und alle Gewinne gehört nur Ihnen, wenn Sie allein machen werden. Was ist für Sie besser? Automatisches Handelssystem oder oder Ausbildungsmöglichkeit? Ja, den Robot. Bitte? Robot. Roboter. Okay, kein Problem. Super. Also sagen Sie mir bitte noch, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Mit Robot? Haben Sie in verschiedenen Börsen gearbeitet, allein oder mit Firma? Nee, ich habe noch in keiner Börsenfirma gearbeitet. Okay, super. 80% von unseren Kunden haben auch keine Erfahrung. Alles ist in Ordnung. Wir lernen Ihnen alles und wenn Sie einen Roboter gewählt haben, dann bekommen Sie auch volle Unterstützung von unserem Finanzberater und alles wird in Ordnung. Ja. Okay, super. Ich helfe Ihnen weiter dabei. Haben Sie schon vielleicht gedacht, mit welchem Betrag wollen Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Na, was kann man denn da so alles nehmen? Okay, einige unserer Kunden beginnen mit 500 oder 1000 Euro, aber der minimalste Betrag ist 250 Euro. Was ist für Sie besser? Na, dann nehme ich einfach 5000. Bitte? Na, 5000. Mit 1000 Euro, stimmt das? 1000 Euro. 1.000 Euro, ja? Nee, 5.000 Euro. 5.000, okay, kein Problem. Ja. Haben Sie 5.000 Euro auf Ihr Bankkonto oder Kreditkarte? Das habe ich im Sparschirm. Sparkonto. Und auf Ihr Bankkonto, haben Sie solches Geld? Habe ich auch solches Geld. Das gleiche ist auch Euro, ja? Ja, okay, habe verstanden. Also, wegen unserer Kooperationsvertrag mit Visa und Mastercard soll ich auch fragen, haben Sie Kreditkarte, Visa oder Mastercard? Eine was für eine Ding? Bitte? Bim salabim saladu saladim? Bitte, bleiben Sie höflich. Was denn? Haben Sie Kreditkarte, Visa oder Mastercard? Na, habe ich doch gesagt. Bitte? Was haben Sie? Na, hab doch gesagt, das Zauberwort. Sie haben gesagt, salabim salabam salabom. Haben Sie Kreditkarte, Visa oder Mastercard? Das ist das mit dem Ding. Aber was brauchen Sie da jetzt? Das sehe ich nicht ganz. Ich brauche einfach Informationen. Ich habe gesagt, dass wegen unserer Kooperationsvertrag mit Visa und Mastercard haben Sie Kreditkarte oder Visa oder Mastercard? Ja. Okay, super. Dann haben wir zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt Ihnen helfen, Ihr Handelskonto mit der Hilfe von unserer Finanzabteilung aktivieren. Wir geben Daten in unser System ein und Sie werden diese Transaktion zweimal bestätigen. Zuerst mündlich und dann durch die Methode Ihrer Bank, also mit SMS-Code oder Applikation. Oder können Sie Banküberweisung machen. Das ist die Bankverbindung einer unserer Finanzabteilungen. Also aktivieren wir mit Kreditkarte. Wie Sie das brauchen.
Bitte? Wie Sie das brauchen. Ja, okay. Sie können mit Kreditkarte das machen. Mhm. Dann holen Sie bitte jetzt Ihre Karte. Ja. Und zuerst sagen Sie mir bitte das Ablaufsdatum. Ja. Sagen Sie mir das. Ja, erstmal muss ich ja die Karte holen. Bitte? Die Karte. Ja, Ihre Kreditkarte. Ja. Haben Sie das geholt, ja? Nee, die hole ich jetzt. Okay. Haben Sie das gemacht? Ja. Okay, dann sagen Sie mir bitte zuerst Ablaufsdatum. Was meinen Sie? Gültigkeit. Ach so. Ja. Sagen Sie mir das. Es ist Oktober 37. Oktober? Welches Jahr? 37. 37, ja? Ja. Sehr lang? Ja. Okay, welche Bank nutzen Sie? Welche Bank? Deutsche Bank. Welche Bank? Also warum? Wozu? Okay, 2037, das ist sehr große Jahr für Karten. Okay, kein Problem. Eine umweltbewusste Karte, die muss man nicht alle zwei Jahre wegschmeißen. Für den Umweltschutz. Mhm. Ja. Okay, dann bitte die Kartennummer. Das soll mit 4 oder mit 5 beginnen? Ja. Sagen Sie mir das. Das ist die 4. 4. Ja, noch eine 4. Noch eine 4. Ja, noch eine 4. Noch eine 4. Eine 3, 2, 4. 3, 2, 4. Ja, dann die 4, 4, 4. Bitte? Eine 4, 4, 4. 4, 4, 4. Ja, haben Sie? Dann? 3. 3. Dann eine 4. 4. Eine 3, eine 4. 3, 4. 4, 4. Bitte? 4. 4. Ja, 4. 4. Ja, 3. 3. Super. Und noch die 3 Ziffern von der Rückseite, das ist Ihr elektronischer Unterschrift. Ja. Sagen Sie mir das. 4, 3, 2. 4, 3, 2. Ja. Ja, okay. Okay, dann, Herr Kart. Ja. Jetzt werden wir eine Einzahlung in Höhe von 5.000 Euro von Ihrer Karte, Kreditkarte, die endet, Visa-Karte, die endet mit 4443 auf Ihr persönliches Handelskonto machen. Stimmen Sie zu? Ja, können wir gerne zweimal machen. Okay, dann warten Sie kurz in der Leitung. Legen Sie nicht auf, Sie sollen noch diese Transaktion bestätigen, okay? Ja, bestätige die Transaktion. Okay, ein paar Minuten Zeit, warten Sie auf der Linie. Ja, jetzt sind Sie fertig. Haben Sie es jetzt? Hallo? Onkel? Ja, hallo? Ja, was denn jetzt? Also warten Sie ein paar Minuten Zeit, dann ja. Bekommen Sie eine Nachricht von Ihrem Bank in Applikation oder per SMS dann Code damit mit Bestätigung. Dann bestätigen Sie das und Ihr Geld geht direkt auf Ihr Handelskonto. Ja. Da haben wir ja wieder eine Intelligenz. Hallo, noch einmal. Also können Sie bitte noch eine Foto von Ihrer Kreditkarte machen? Und nee. Das mir... Bitte? Nee, sowas macht man nicht. Warum? Na, wegen Datenschutz. Also, warum? Na, wegen Datenschutz. Also, Sie haben mir alle Ziffern schon gesagt. Ohne Ihre Bestätigung macht nichts. Sie sollen das verstehen. Also, das ist kein Problem. Sie geben uns per WhatsApp oder per E-Mail eine Foto, damit wir verstehen können, dass diese Karte selektiv gültig ist. Ja, das habe ich Ihnen doch gesagt, dass sie gültig ist. Also, Jahr 37, 2037, das ist Gültigkeit unreale. Was? Glaubt unsere Finanzabteilung. Und dazu brauchen wir ein Foto, Bestätigung, ja. Damit wir verstehen können, dass Sie nicht lügen und reale Ziffern ja. Schon genannt aber das haben. Das mache ich nicht, weil sowas macht man nicht. Also, Sie haben mir gelogen? Nee. Nee, das machen Sie einfach, diese Foto, mit Gültigkeit, einfach
das ist drei, das vier Ziffern. Wir machen mit dieser Ziffer nichts. Also ihr Gültigkeit und dann verstehen wir, dass diese Gültigkeit ist normale Gültigkeit und machen wir, was sie wollen. Okay? Nee. Wieso? Ja, weil man das nicht macht, das ist unseriös. Also verstehen Sie das, wir können nichts dazu machen, wenn Sie keine Bestätigung uns geben. Also wir sollen verstehen, dass Ihre Karte ist ganz normale Kreditkarte von Visa. Ja, ist eine ganz normale Kreditkarte von Visa, ist eine Sparkarte für die Umwelt. Okay, wir brauchen eine Bestätigung dazu. Ja, das bestätige ich Ihnen. Gültigkeit, das Jahr 2037 ist unreale Gültigkeit. Okay, Sie haben gesagt, dass Sie Deutsche Bank nutzen, ja? Ja. Okay, jetzt bleiben Sie auf der Linie. Jetzt spreche ich mit unserer Finanzabteilung noch einmal. Ja. Und wir versuchen das bestätigen. Okay. Also, ich bin wieder da. Ja. Wir arbeiten nur mit Visa und Mastercard. Also, diese Karte ist, diese Kartennummer ist aus USA. Verstehen Sie das? Das ist USA Bank. Das ist keine deutsche Bank. Sie haben ja gelugt. Nee. Nennen Sie bitte Ihr reale Ziffern von Ihrer Karte. Oder machen Sie einfache Banküberweisung. Aber was ist denn daran falsch? Das müssen Sie mir erklären. Bitte? Was ist denn daran falsch? Okay, ich kann jetzt Ihnen per E-Mail die Bankdaten schicken, damit Sie Banküberweisung machen können. Welche genau deutsche Bank nutzen Sie? Wie meinen Sie das? Bitte? Na, aber warum geht die Nummer nicht? Wegen unserem Kooperationsvertrag mit Visa und Mastercard so dürfen wir nur mit Visa und Mastercard arbeiten. Wenn Sie Maestro oder andere oder American Express nutzen, dann können wir zusammen nicht arbeiten. Mit Sparkasse gibt es mit Sparkasse arbeitet nur mit Inlandüberweisungen, ja? Nee. Und wir sollen wissen, welche Bank nutzen Sie, damit richtige Bankdaten Ihnen schicken, damit Sie eine Überweisung machen können. Also meine Bank, die überweist überall hin auf der Welt. Okay, jetzt schicke ich Ihnen die Bankdaten per E-Mail. Ist das Ihre E-Mail-Adresse mario.kart@mdzzfun.de? Hallo? Ja, was denn? Ist das Ihre E-Mail-Adresse? Nee. Nee? Okay. Haben Sie WhatsApp? Nee. Kein WhatsApp. Okay, haben Sie andere E-Mail-Adresse? Ja. Okay, können Sie bitte mehr buchstabieren? Ja. Ihre E-Mail-Adresse? Ja. Okay, bitte. Wurstsalat? Buchstabieren Sie das bitte. Ein großes W? Ein großes was? Ein großes W wie Wurstsalat? Also, W? Ja. Ein U wie Ustsalat? U? Ja, wie Ustsalat. Mhm. Dann ein R wie R-Salat. Okay. Dann ein T wie T-Salat. Mhm. Oder Theodor Frey geht auf. Bitte? Was denn? Nächste Buchstabe. Ja, dann kommt ein S wie Salatsalat. Ich habe ein Wort Wurk bekommt. Nächste Buchstabe. Wurst, Salat. Salat. Ja. Wurstsalat. Mit Schinken dann schmeckt gut. Et? Ja. Also welche Mailbox haben Sie? Ja. Gmail, GMX? Nee. Wurstsalat? Haben Sie? Bitte? Haben Sie Wurstsalat geschrieben? Wurstsalat, ja. Wurstsalat, ja. Und dann @mdccfun.de. Bitte noch einmal. @mdccfun.de. Buchstabieren Sie das bitte. Na, ein Et wie AT. Erste Buchstabe. Ein Et. N. Et, dann. Ein Et. Und dann mdccfun.de. Mdcc? Mdccfun.de.
mdtt.de. Jux, jux, Schnecke, die Schneck. Wuchsalat at mdtt.de. Richtig? Nee, mdtt.de. Ein Punkt, de, mdte. mdtt.de. mdtt.de. Nee, ccfun.de. Bitte noch einmal. Na, was jetzt? mdtt.de. Nee, mdtcfun.de. mdttn. Nee, m. Md, mdtt. mdtcfun.de. Buchstabieren Sie das bitte. Na, ein M wie Maulkorb. Mhm. Ein D wie Drüsenfuchs. Mhm. Dann ein C wie Clownsbrühe. Dann ein C wie Clownsschnitzel. Und dann ein F wie ein Fahrradfuchs. Ein U wie Uschis Suppenküche. Mhm. Und dann ein N wie Nagelpilzstudio. mdttfum. mdttfun.de. Okay, super. Okay, dann schreibe ich Ihnen eine Nachricht per E-Mail mit Bankdaten und wollen Sie 5.000 Euro auf Ihr Handelskonto liegen. Stimmt das? Nee. Welchen Betrag haben Sie gewählt? Na, ich würde machen erstmal 15. 15, was 15? Mohrrüben. 15 Euros? Ne, Mohrrüben. Können wir ja dann tauschen. 15.000 Euro. Ne, Mohrrüben. Können wir dann tauschen. Also, sagen Sie mir bitte, klar, mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Betrüger, ich habe dich verarscht. Hinfort mit dir. Was sagen Sie? Was denn? Haben Sie das auch gerade in der Leitung gehört? Da war einer an der Leitung. Welche Leitung? Was meinen Sie? Da war irgendeiner in unserer Leitung drin. Da war ein Fremder. Welche andere Leitung? Ja, was meinen Sie? Da war einer in unserer Leitung drin. Ein anderer Mann. Was anderer Mann? Ja, da war eine fremde Person im Telefon. Ich bin immer mit Ihnen hier. Ich spreche mit Ihnen alle Gespräch. Ja, aber wer war das denn? Kennen Sie den? Was? Was denn? Sagen Sie mir einfach, mit welchem Betrag wollen Sie anfangen? Und ich schicke Ihnen die Bankdaten, damit Sie mit diesem Betrag anfangen können. Mit gar keinem Betrag. Ich habe dich verarscht, du Betrüger. Hallo? Warte mal. Ja? Wer sind Sie? Wie meinen Sie das? Wer sind Sie? Was meinen Sie? Wer sind Sie? Den Sie angerufen haben. Wer sind Sie? Beantworten Sie mich bitte. Wer sind Sie, Mario Kart? Ja. Wer sind Sie? Was? Ja. Antworten Sie meine Frage. Wer sind Sie? Na, Herr Mario Kart. Wer sind Sie? Hab ich doch jetzt beantwortet. Wer sind Sie? Aber jetzt wird's ein bisschen... Wer sind Sie? Das ist eine einfache Frage. Hab antworten doch, Sie bitte. Na, Mario Kart. Mario Kart, das ist Ihr Name und Vorname, Vorname und Nachname. Wer sind Sie? Für Leben. Was? Wer sind Sie für Leben? Was machen Sie? Was ich mache? Ja, genau. Was machen Sie, Herr Kart? Also Sie meinen beruflich, was ich beruflich mache. Oder was, was genau? Was machen Sie in Ihrem Leben unrichtig, dass Sie diese Sache machen? Die Frage verstehen Sie, was meine Sie? Nee. Verstehen Sie, was haben Sie in dieser... eine halbe Stunde gemacht. Na, ich hab... Also Sie haben... Postschutzwasserverkoster. Aber Herr Kart, sind Sie ein normaler Mann? Was glauben Sie? Wie meinen sind Sie ein normaler Mann oder ein Betrüger? Na, aber der Betrüger sind doch du. Warum glauben Sie das? Haben Sie bei uns gearbeitet? Ja. Herr Kart,
Ja. Sie haben ja gesagt, dass Sie nirgendwo gearbeitet haben. Nee, das habe ich nicht. Warum lügen Sie mich? Sie sind ein Lüger. Ja? Lüger. Sind Sie ein Tier? Sind Sie ein Kind? Verstehen Sie Deutsch? Herr Katt? Nee. Und Sie? Sind Sie ein erwachsener Mann oder sind Sie ein Kind oder Tier? Nee, ich bin eine Bratwurst. Aha, okay. Sie sind ein Bratwurst? Ja, ein Brat. Okay. Bratwurstsalat. Ja. Bratwurstsalat. Und der Bratwurstsalat hat... Das ist sehr witzig. Ja. Also, Herr Katt. Haben wir gelacht drüber, ja. Lustig. Ein Bratwurstsalat. Mit Ketchup. Mhm. Und wie wollen wir jetzt noch sinnvoll unsere Zeit... Herr Katt, wie viel haben Sie bei unserer Firma verloren? 4 Pfennig. Also, Sie werden ab diesem Moment jeden Tag, mindestens 500 Anrufen jeden Tag bekommen. Versprechen Sie. Ende Ihr schreckliches Leben. Verstehen Sie mich? Verstehen Sie mich, Hund? Ja. Auf Wiederhören. Ich bedanke mich für die... Guten Tag. Guten Tag. Redest du mit Hubschrauber? Ja. Ach so. Schön kennenzulernen, Herr Hubschrauber. Ich vertrete eine internationale Investmentagentur Endurance Markets. Sie haben bei uns angemeldet, ja, Profit Maximizer. Das ist vollautomatisches System für den Handel. Mhm. Stimmt das? Weiß ich nicht, ob das stimmt. Ich dachte, Sie sind die Wissensagentur und wissen das. Noch einmal bitte? Na, ich dachte, Sie wissen das so als Wissensagentur. Also, Enduring Markets, ja. Wir sind offizielle Vertreter, ja, für diese vollautomatische System. Ja. Ich bin ja persönliche Kundenberaterin, Lisa Braun. Mhm. Meine Aufgabe ist, ein bisschen mehr Information geben über dieses System. Und dann, ich kann Ihnen helfen, Ihr Konto aktivieren. Ja, Herr Hubschrauber, sagen Sie mir bitte, das ist Ihre E-Mail-Adresse, gerald.hubschrauber@fan.de. Ja? Das ist Ihre E-Mail-Adresse? Ja, habe ich nicht so dafür erstellt. Ach so. Das ist Privat-E-Mail-Adresse oder das ist Arbeits-E-Mail-Adresse? Ja. Privat. Ja. Okay, ich versuche jetzt einen Brief schicken, ja? Haben Sie die Möglichkeit, Ihr Posteingang zu überprüfen oder nein? Jetzt zum Briefkasten runter oder wie? Ah, Sie sind unterwegs? Nö. Okay. Ich habe gerade einen Schnitzel in der Haare. Aha. Okay. Und haben Sie andere E-Mail-Adresse oder nur diese? Nur die. Reicht doch. Noch einmal. Na, reicht doch, oder nicht? Brauche ich da jetzt noch mehr E-Mail-Adressen? Wie viele brauchen Sie denn? Mhm. So, wir können also per E-Mail kommunizieren, ja? Heute arbeiten Sie oder sind Sie zu Hause? Nö, ich bin zu Hause. Ah, Sie sind schon zu Hause. Okay, wunderbar. So, ich versuche jetzt einen Brief schicken, ja? Sie überprüfen Ihre E-Mail-Adresse und dann sagen Sie mir bitte, ob Sie haben diesen Brief erhalten, okay? Mhm. Hubschrauber, Augenblick. Schrauber. Ja. Und sagen Sie mir bitte, haben Sie bereits Erfahrung im Handel oder das ist Ihr erstes Mal? Mhm. Ja. Haben Sie Erfahrung? Mhm. Können Sie bitte mir ein bisschen erzählen, welche Erfahrung haben Sie? Okay. So, haben Sie ja mit Aktien oder mit Rohstoffen oder mit Kryptowährungen? Mit Wurstwasser. Ach so. Und haben Sie allein gehandelt oder vielleicht mit einem Broker, mit Finanzexperten? Allein oder mit Broker? Ja. Was, ja, noch einmal. Mit Broker oder allein? Ja. Okay.
Ich habe verstanden. Augenblick. Ja. So, okay. Ich habe diesen Brief gesendet. So, können Sie bitte Ihren Posteingang überprüfen? Und bitte, haben Sie einen Brief von Lise Braun erhalten? Nee. Nee, jetzt nicht, ja. Okay. Vielleicht es dauert ein bisschen, ja, ein paar Minuten, ja. So. Können Sie bitte mir sagen, warum haben Sie bei uns angemeldet? So, Sie möchten testen dieses System oder möchten Sie ein stabiles, passives Einkommen zu haben? Welche Ziele haben Sie? Welches Ziel? Ein YouTube-Video machen. Aha. Gewinn mal. Genau, natürlich. Ja. Es klingt interessant. So, das System ist vollautomatisch, ja. Ich bin ja persönliche Kundenberaterin und Herr Hübschrauber, von unserer Seite, Sie erhalten Ihr persönlicher Finanzexpert. Sie erhalten noch einmal einen Anruf, ja, und dann Sie können Ihre Ziele besprechen. Wie viel möchten Sie erhalten? Ja, vielleicht möchten Sie 1 Million Euro haben auf Ihr Konto, ja? Ja, das ist. Okay. Und dann, ja, diese Experten entwickeln für Sie eine individuelle Strategie und dann Sie arbeiten zusammen, ja? Sie können alles besprechen und, ja. Und wenn Sie haben Fragen, ja, Sie können mir die Fragen stellen und ich bin froh, alles antworten und bei allen Fragen helfen, Herr Hübschrauber. Okay. Und sagen Sie mir bitte, haben Sie entschieden, mit welchem Betrag möchten Sie Ihr Konto aktivieren und anfangen Ihr Investitionswerk? Ja, mit welchem Betrag? Na, weiß ich nicht. Ja. So, wissen Sie, dass unser technisches Minimum ist 250 Euro. So, ich möchte Ihnen zeigen Ihr persönliches Konto, ja, und dann Sie können dieses Konto aktivieren mit diesem Betrag. Also, wir haben für Sie sind meine neue Kunden, ja? Deshalb habe ich für Sie ein Angebot via Probewoche. So, weil Sie haben gesagt, dass Sie haben Erfahrung, ja, so Sie können unser System testen und wenn Sie aktivieren Ihr Konto mit 300 Euro, Sie können unser halten, wie kann man sagen, ein kleines Bonus wie 50 Euro und bis Ende dieser Woche Sie können mit unser Geld und Ihr eigenes Geld handeln und dann Sie können auszahlen dieses Geld und Ihr Nettogewinn. So mindestens Sie können 120 Euro auszahlen. So, mit Karte, mit Kryptotasche, haben Sie Kryptotasche oder? Oh nein, die Verbindung ist gerade furchtbar. Okay. So, Sie können die Bank überweisen, tätigen, ja, weil Sie haben Bankkonto, Sie können Geld direkt zu Ihrem Konto. Drei Möglichkeiten, ja, mit Bank überweisen und mit Kryptotasche. Okay? Nichts angekommen. Okay. Haben Sie meinen Brief, ja, erhalten? Nee. Nein. So, vielleicht musste ich noch einmal überprüfen Ihre E-Mail-Adresse. So, gerald.hubschrauber@mdccfan.de. Alles ist korrekt? Ist alles korrekt? Ja. Vielleicht probieren wir, machen wir so. Können Sie bitte schreiben mir eine E-Mail, ja? Ich buchstabiere für Sie meine E-Mail-Adresse. Nur eine One-Way-E-Mail-Adresse, geht nur in eine Richtung. Ach so. Herr Hübschrauber, vielleicht Zukunft, ja?
mit Ihnen per E-Mail kommunizieren, ja, so, und verschiedene Termine vereinbaren. So, das ist bequem für Sie, meine E-Mail-Adresse schreiben. Haben Sie Zettel und Kugelschreiber und ich studiere für Sie meine E-Mail-Adresse, meinen Posteingang. Und dann, Sie können mir einen Brief schicken. Das ist bequem für Sie. Ein Brief? So. Meine E-Mail-Adresse ist so einfach, ja, endurance-mark.com. Muss ich buchstabieren, oder? Okay, noch einmal, ja, Lisa, Ludwig, Ida, Samuel, Anton, Punkt. Dann Braun, Bertha, Richard, Anton, Ulrich, Nordpol, Ed, dann Name von meinem Unternehmen, Enduring, Emil, Nordpol, Dora, Ulrich, Richard, Ida, Nordpol, Gustav, dann Minus, und dann Markets, Martha, Anton, Richard, Kaufmann, Emil, Theodor, Samuel, .com. Ja, also Sie können mir einen Brief schicken, ja, und dann wir können alles besprechen per E-Mail. Und ich kann Ihnen alles Informationen schicken über unser Unternehmen, über dieses System. So viele Informationen, ja. Und Sie können mir Fragen stellen oder so und wir können einen Termin vereinbaren. So. Sie können mir nur Hallo schreiben vielleicht. Weil ich weiß nicht, warum haben Sie nicht meinen Brief erhalten. So, probieren Sie, haben Sie ja solche Möglichkeit jetzt probieren, mir einen Brief schicken. Nee, haben Sie nicht. Okay. Ja, letztes Mal ich ja rufe Ihnen und Ihr Kollege haben ja Ihr Telefon. Das ist nicht Ihr Privatnummer, oder? Das ist Ihr Privatnummer. Genau. Das ist ja okay. wunderbar. Und Herr Hübschrauber, sprechen Sie nur Deutsch oder auch Englisch vielleicht? Koreanisch. Aha. So, do you speak English, yes? Nee, Koreanisch. Ach so. Ich habe verstanden. Kein Problem. Okay, machen wir so. Können Sie bitte sagen, wann haben Sie Zeit, mir einen Brief schicken? Weil einen Brief? Ich brauche Ihre Postadresse. Ja. So, Sie haben meine E-Mail-Adresse, ja, und ich brauche Ihre E-Mail-Adresse. Aber ich weiß nicht, warum haben Sie nicht meinen Brief erhalten, so. Ich möchte überprüfen, ob, ja, also Sie können mir einen Brief schicken, ja, vielleicht schreiben Sie etwas, hallo Lisa, das ist Herr Hubschrauber und so weiter, ja, und dann ich. Ich backe heute Meerschweinchenplätzchen. Noch einmal, Herr Hubschrauber. Ja, ich habe Meerschweinchen. Okay, Herr Hubschrauber. Und dann kommt der Plätzchenteig draus. So, Augenblick, ich möchte. Ja. Herr Hubschrauber, ich habe jetzt einen Termin mit meiner anderen Kunden. Ja. Warum das muss, denn? Okay, ich habe Zeit, ja. Versuchen wir so. Können Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse buchstabieren? Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Ja. Weil, ja, ich schreibe, ja. Sagen Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse. Ja, hans.wurstwaffer.hatgekostet.ist@mdccfun.de fun.de, ja? Ja. So, noch einmal. gerald.hubschrauber@mdccfun.de Ja, das ist genau exakt das, was ich gerade gesagt habe. Ja. Das ja. ist korrekt, E-Mail-Adresse, Sie haben recht. Sind Sie krank? Alles in Ordnung? Nee. Und Sie? Nee, bei Ihnen alles in Ordnung? Sind Sie ein bisschen krank, ja? Nein, ich bin ein bisschen krank, ja. Ja, merkt man. Ein bisschen krank. Ja. Aber alles ist in Ordnung. Keine Sorge.
Ja. Ja. Vielleicht können Sie noch einmal Ihr Posteingang überprüfen. Ich habe so viel mal versucht, einen Brief schicken, aber ja. Ich weiß nicht, warum. Es löst nicht. Nee. Nein, haben Sie keinen Brief. Okay, so. Ich noch einmal möchte ja Ihnen bitten, Sie bitten, vielleicht Sie können mir einen Brief schicken, ja, und dann so zu meiner E-Mail-Adresse lisa.braun@endurantmarket-market.com. Ja. Sind Sie jetzt, benutzen Sie jetzt Handy oder Computer, PC? Wofür? Ich frage jetzt, Sie sehen auf Ihr Rechner, ja, auf Ihr Computer oder benutzen Sie Handy? E-Mailbox ist auf Ihr Computer, ja? Ja. Okay, ich glaube, ich bitte, ja, vielleicht können Sie mir einen Brief schicken. Ich warte ein bisschen, ja, alles in Ordnung so? Schreiben Sie bitte mir einen Brief. Ja. So, E-Mail-Adresse lisa.braun@endurant-markets.com. Ja. Ja. Ach so. Ja. Ja. Ach so. Und Herr Hübschraube, wenn es kein Geheimnis ist, was machen Sie beruflich? Lippenstift-Verkoster. MDKK, MDCC, das ist Ihr Firma, ja? Das ist Name von Ihrer Firma, oder nein? Aha. Und wie alt sind Sie? Entschuldigung für diese Frage, ja? Das ist 29. Nur mein Interesse. Noch einmal? 29. 25 oder 4? 29. Aha, okay. Ah, Sie sind so jung. Mann. Ja. Okay. Und, okay. So, ich warte für Ihr Brief, ja? Okay, ja. Also. Haben Sie gesehen diesen Brief oder nein? Nee. Nee, okay, ich warte. Ja. Warte. Ja. Und es ist Ihr Freitag, ja, weil Sie sind zu Hause. Oder? Ja, okay. Und ich arbeite heute bis 19 Uhr. Sind Sie schon bereit für Weihnachten? Haben Sie Geschenke gekauft oder nein? Nee. Nee, haben Sie nicht, okay. Haben Sie die Familie, oder? Nee, Kinder? Abonniert. Ne? Aha. Okay. So, Herr Hubschrauber, noch einmal meine Frage. Haben Sie mir einen Brief gesendet oder noch nicht jetzt? Nee. Nee, haben Sie. Und wann können Sie mir diesen Brief schicken? Mach ich gleich. Prüfen Sie. Noch einmal? Ja. Okay. So, machen wir so, Herr Hubschrauber. Mein Angebot ist, kann ich Sie ein bisschen später zurückrufen? Nee. Nee? So, Sie können reden nur jetzt, ja? Ja. Nicht später, nur jetzt. Okay. So, ich bitte, ja, noch einmal. Ich bitte Sie noch einmal, ja, erneut. Versuchen Sie bitte...
der Hubschrauber, sind Sie da oder sind Sie eine Kaffee trinken? Nee, ich bin da. Okay. So, schreiben Sie mir bitte einen Brief, okay? Hallo ja. Oder etwas. Okay. Muss ich noch einmal buchstabieren meine E-Mail-Adresse oder nein? Nee. Okay. So, wie lang dauert es? Ist gleich fertig. Aha. So, ich gehe in mein E-Mail-Box. Kein Brief von Gerald Hubschrauber. Ist gleich raus. Aha. Okay. So, wie geht es Ihnen? So. Das ist gut soweit. Haben Sie. So, haben Sie diesen Brief gesehen oder nein? Ja. Haben Sie, ja? Ja. So, Lisa Braun. lisa.braun@enduring-markets.com, ja? Nee. Wem gesenden? Hä? Zu wem haben Sie diese Brief gesenden? Jetzt? Hallo? Hallo? Okay, noch einmal bitte. Was? So, haben Sie mir diese Brief geschickt oder nein? Ja. Haben Sie? Na klar. An Lisa Braun, ja? Nee. Ach so, an wen? An die andere. Den Brief geschickt haben. Hanna Mannis. Anderes? So, wem haben Sie den Brief geschickt? Ich. Na, an die Hanna. Aber das ist so, nicht gut. Herr Hubschrauber, ich habe darum gebeten, dass mir ein Brief geschickt wird, ja? So, können Sie bitte mir einen Brief schreiben und dann ich überprüfe Ihre E-Mail-Adresse und dann wir können per E-Mail kommunizieren. Ich kann, ja, Ihnen alles wichtige per E-Mail schicken und dann wir können Ihr Konto aktivieren. Aha. Ja? Ja. Aha. Ja. Sie sind so lustig heute. Haben Sie so schöne Laune? Ja, lustig, wenn man den Betrüger verarscht vom Telefon. Jetzt ist die Leitung wieder scheiße. So, ja? Ja. So, okay. Sie haben gesagt, dass Sie... Okay, machen wir so mit keiner E-Mail-Adresse. Wir können Ihr Konto aktivieren mit keiner E-Mail-Adresse. Ja. Herr Hubschrauber, sagen Sie mir bitte noch einmal, mit welchem Betrag möchten Sie aktivieren Ihr Konto? Mit 15.000 Euro. 15.000 Euro. Ja. So ein großer Betrag für erstes Mal. Ich empfehle Ihnen mit... Ein Trinkgeld. Kleinen. Ist doch nur ein kleiner Betrag. Ja, kleinen Betrag, vielleicht mit 500 Euro möchten Sie anfangen. Nee, schon ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr? Mit 1000? Ja. Okay, mit 1000 Euro. Nee, 15.000. Okay, machen wir so mit 500 Euro, ja, für erstes Mal. Jetzt ist die Leitung wieder kaputt. So, Sie haben gesagt, dass Sie möchten mit 15.000 Euro Ihr Konto aktivieren. Ja. Aha. Erstmal kleine Brötchen backen. Haben Sie dieses Geld auf Ihr Geld auf Ihr Bankkonto, ja? 15.000 Euro. Ja, da habe ich doch viel mehr drauf. Okay, mehr haben Sie. Es freut mich. Ja. Okay, machen wir so, Herr Hirschhaben. Wie viel haben Sie denn so auf Ihrem Konto? Noch einmal? Wie viel haben Sie denn so auf Ihrem Konto? Ah, das ist mein Geheimnis. Wie viel habe ich auf meinem Konto? Entschuldigung. Aber ich soll sagen. Aha, weniger, mehr weniger. Ja, aber Sie arbeiten doch da an der Geldquelle. Sie haben recht, ja. Und warum sind Sie dann so arm? Alles. So, vielleicht bis 10.000 habe ich. Aber ich glaube, das ist kein Thema, ja. Weil jetzt wir aktivieren Ihr Konto. Ja. Ja? Mir juckt die Brust. Okay. Und was machen wir jetzt? So, Sie haben gesagt, dass Sie möchten Ihr Konto aktivieren mit 15.000 Euro, ja? Ja. Erstmal keine Brötchen backen, bevor wir groß anfangen.
Okay, öffnen Sie bitte Google-Suche oder Mozilla Firefox. Was haben Sie ja auf Ihr Laptop? Den Tor-Browser. Okay. Okay, und schreiben Sie dort einen Link, das heißt MoonPay. Ja. Und sagen Sie mir bitte, das ist bequem für Sie, Bankobeweisungstechnik, vielleicht mit Visa oder Mastercard erste Einzahlung machen. Na, wüsste ich nicht. Was ist denn da lustiger? Was macht denn da mehr Spaß? Mehr Spaß, ja. Mhm. So, noch einmal, meine Frage ist, mit Visa oder Mastercard oder Bankobeweisung? Na, welche muss ich denn da nehmen? So, wählen Sie bitte. Welche Option möchten Sie? Drei Optionen haben wir. PayPal? Nein, Entschuldigung, wir arbeiten nicht mit PayPal. Wir arbeiten mit Visa oder Mastercard. Kein Problem. Das ist bequem für Sie, Bankobeweisung tätigen. Manuelle Bankobeweisung. Ja. Nehmen Sie auch Schokotaler? Noch einmal? Was? Nehmen Sie auch Schokotaler? Nein. Und du wüsstest, dass ich deine Zeit verplempert habe. Schon 32 Minuten lang. Herr Hufschauber, ich möchte Ihnen helfen, Aircon aktivieren, ja? Ja. Okay. Brauchen Sie immer so lange dabei? So, wir brauchen nicht so viel Zeit. Vielleicht wir brauchen 5 Minuten zur Aktivierung Ihrer Konto, ja? So, machen wir so. Ja. So viel Zeit. Sie haben gesagt, dass Sie sind jetzt in auf Ihrem Browser, ja? Ja. So schreiben Sie bitte dort moonpay.com. Das ist ein Link, das ist ein Zahlungssystem. Moonpay, M wie Martha, Doppel O wie Otto, Nordpol, Paula, Anton, Y, .com. Haben Sie? Aber na klar, mein Mensch. Was sehen Sie jetzt? Wo jetzt? Auf Ihr Bildschirm. Ja, was sehen Sie auf Ihr Bildschirm? Eine aprikofarbene Seite. Okay. Sehen Sie dort bei Crypto? Ja. Wählen Sie bitte Ihr Betrag. Wie viel möchten Sie überwiesen? 15.000. Okay, schreiben Sie bitte 15.000. Ja. Ja, okay. Was sehen Sie jetzt? Ja, das, was ich eingetragen habe. Ja. Sie sehen bei BTC, ja? Mhm. Oder? Mhm. Oder was sehen Sie? Ja. Mhm. Und welche Tasten sind Sie? Was? Sie müssen schon ein bisschen deutlicher reden. Sonst versteht man Sie so schlecht, wenn Sie so undeutlich sprechen. Ich höre Sie nicht mehr. Ja. So, was sehen Sie jetzt auf Ihr Bildschirm? Das gleiche wie gerade eben. Welche Taste? Noch einmal bitte, Herr Hilfschauber. Das gleiche wie gerade eben. Hat sich nicht verändert in der Zwischenzeit. Augenblick. Ja. Oh. Bleibe. Stinken kann in der Sonne stinken. Häuschen, noch dran? Huhu. Hallo? Herr Hubschrauber, sind Sie das? Ja. Ja. Okay. Jo. Noch einmal, was haben Sie auf Ihr Bildschirm, sagen Sie? Wie lange telefonieren wir denn schon? Ich verstehe gar nichts. Wie lange telefonieren wir denn schon? Noch einmal wiederholen. So. Wie lange telefonieren wir denn schon? Wir haben ein paar Minuten Zeit. 30 Minuten. 36 Minuten? Ja. Ja? Mhm. Wie viele Kunden rufst du da so in der Zeit normalerweise an? Noch einmal die Frage. Wie viele Kunden rufst du da in der Zeit so lange normalerweise an? Schreien Sie bitte nicht, okay? Na, du hörst doch nicht. Alles. Okay. Und? Ja, bitteschön. Herr Martin? Nee.
Herr Frau Schneider, ja? Entschuldigung. Ja, genau. Ja, gut. Guten Tag, mein Name ist Luis Keller und ich rufe von Endurian Market. Das ist eine internationale Investmentgesellschaft und ich sehe, Sie haben vor kurzem mit dem Software-System Bitcoin Profit Way angemeldet. Ist das richtig? Keine Ahnung. Sehen Sie, ich rufe von dem Handelsplattform, von dem internationale Investmentgesellschaft. Das heißt, Sie haben jetzt Möglichkeit Handel kaufen und verkaufen Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt. Ich bin Ihr persönlicher Account Manager und meine Arbeit Ihnen helfen, Ihnen erzählen, wie unsere Plattform funktioniert. Ja? Sie haben jetzt eine gute Möglichkeit, ein passives Einkommen machen. Das heißt, 25-40% auf Ihrem Investition bekommen. Aha. Ja, zum Beispiel, Sie investieren 1.000 Euro, bekommen nach einem Monat 250 bis 400 Euro. Auf unserem System, auf unserer Plattform handeln Sie nicht selbst. Sie handeln mit Hilfe unserer Finanzexperten. Das heißt, Sie haben jetzt Möglichkeit, Geld verdienen, wie habe ich schon gesagt, und mit dem Finanzmarkt vertraut zu machen. Weil unsere Finanzexperte erzählt Ihnen alles, was passiert auf Ihrem Konto. Warum der Preis einige Währung steigt, warum der Preis einige Währung fiel, warum Sie bekommen einige Gewinne auf Ihrem Konto und so weiter und so weiter und so weiter. Und auch wir haben automatische System. Unser automatisches System arbeitet auf dem System Stop-Loss. Ja. Aber das ist ein Stop-Loss. Das heißt, Sie automatisch eröffnen Geschäft auf Ihrem Konto, automatisch schließt Geschäft auf Ihrem Konto und arbeitet auch mit dem technischen und fundamentalen Analyse. Jetzt, ich kann Ihnen erklären, was bedeutet das technische Analyse. Natürlich, wir sind die Leute, wir sind die Menschen, die kann nicht sehen in der Zukunft. Das ist unmöglich in Zukunft sehen. Sie verstehen das. Nicht möglich in der Zukunft sehen. Wir nicht können wissen, kann der Preis einer Gewährung steigt nach einem Monat oder nicht. Ja, ich möchte Ihnen eine schlechte Information geben. Ich sage Ihnen nur, was passiert und was möglich. Sehen Sie, technische Analyse. Wir können sehen in der Zukunft, aber nicht einen Monat. Nach, zum Beispiel nach 2-3 Stunden. Wir analysieren den Grafik einer Kryptowährung zum Beispiel Bitcoin, und wir sehen an dem Grafik, kann der Preis dieser Währung nach 2 oder 3 Stunden steigen oder nein. Wenn nein, wir nicht öffnen diese Position auf Ihrem Konto. Wenn ja, wir eröffnen diese Position auf Ihrem Konto, warten 2-3 Stunden und verkaufen diese Position. Das heißt, auf Ihrem Konto wir eröffnen und schließen so oft Geschäfte. Und auf diesem Grund, Sie bekommen einige Gewinn. Jeden Tag. Ja, das ist nicht so große Geld. Wenn Sie beginnen mit dem Anfängersumme, 250 Euro, das ist 3-5 Euro für eine Geschäfte. Aber das ist 3-5 Euro jeden Tag. Jeden Tag. Das heißt, einige passive Einkommen. Auch unsere Finanzexperten arbeiten persönlich mit Ihnen. Ja, das heißt, wir suchen für Ihnen bessere Handelsstrategie. Bessere Handelsstrategie. Wir suchen für Ihnen. Sagen Sie mir bitte, haben Sie vielleicht für mich einige Fragen? Oder nein? Ich weiß ja gar nicht, was Sie da jetzt so genau von mir möchten. Wie bitte? Keine Ahnung. Sehen Sie, vielleicht ich kann Ihnen erzählen, wie Sie können Ihre Geld abheben, Ihre Gewinn abheben. Ja? Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können Ihre Geld abheben auf Ihrem Online-Banking, auf Ihrem Bankkonto, das ist Banküberweisung, ja, wir überweisen Ihre Geld auf Ihre persönliche Bankkonto, oder Sie können benutzen einige Kryptowallet. Eine große Zahl von unseren Investoren handeln mit dem Kryptowährungen, weil der Kryptomarkt sehr volatil ist. Das heißt, der Preis so oft steigt und so oft fiel. Ja, und eine große Zahl von unseren Investoren handeln mit dem Kryptowährungen und benutzen einige Kryptowallet. Sie haben Möglichkeit, Ihre Geld abheben auf Ihre persönliche Kryptowallet. Und dann für diese Kryptowallet, Sie können schicken diese Geld, überweisen diese Geld, Ihre Gewinn auf Ihrem Kreditkarte, auf andere Bankkonto und so weiter und so weiter. Was möchte ich Ihnen auch sagen? Vielleicht, ja, vielleicht das ist alles. Vielleicht haben Sie für mich einige Fragen. Na, was muss man denn da machen? Sehen Sie, jetzt möchte ich mit Ihnen sprechen, mit welchem Summe möchten Sie beginnen? Sagen Sie mir bitte, haben Sie bereits Erfahrung in dem Handel, auf dem Finanzmarkt? Nee. Keine Erfahrung. Nicht schlimm, alles passiert zuerst. Wir haben 40% Kunden, die keine Erfahrung haben.
Und zu meiner Meinung, das ist die bessere, beginnen mit minimaler technischer Summe, ja. Weil unsere minimale technische Summe, das sind 250 Euro. Sie beginnen mit diesem Summe. Sie bekommen einen Bonus, das ist 50% auf Ihre Investition, weil erste Investition auf unserer Plattform, Sie bekommen einen Bonus, das sind 50%. Das heißt, Sie beginnen mit 250, bekommen als Bonus 125 Euro und zusammen, Sie haben auf Ihrem Konto 375 Euro. Wir geben unserem Kunden diesen Bonus, um Kaufkraft Ihres Kontos zu erhöhen. Bonus man kann nicht abheben. Ja, das ist sehr wichtig. Bonus kann man nicht abheben. Wir benutzen diese Bonus, um Kaufkraft Ihres Kontos zu erhöhen. Weil wenn Sie mehr verdienen, verdienen wir auch. Ja, weil unsere Gehalt, meine Gehalt meiner Kollegen und so weiter, das sind, und alle unsere Unternehmen, das sind 6-10% Gewinn aller Kunden auf unserer Plattform. Ja, das heißt, wir nicht geben diese Provision auf Ihrem Investition, wir geben nur auf Ihrem Gewinn. Das heißt, wenn Sie mehr verdienen, verdienen wir auch. Ja? Für meine Meinung, diese bessere beginnen mit dem 250 Euro, bekommen einen Bonus 50% und dann beginnen Sie Handel. Wenn Sie können heute das machen, Sie können heute Abend mit unseren Finanzexperten sprechen. Ja. Und arbeiten mit unserem Finanzexperten und automatischem System. Sagen Sie mir bitte, benutzen Sie Visa oder Mastercard? Ich möchte für Ihnen bessere Zahlen suchen. Was ist das? Kreditkarte. Benutzen Sie Kreditkarte? Nee. Keine Kreditkarte. Sie haben Online-Banking auf Ihrem Computer oder auf Ihrem Handy? Nee. Online-Banking? Nein. Vielleicht... Haben Sie Bankkonto, ja? Ja. Sie haben Bankkonto. In diesem Fall, wir können Banküberweisung machen, ja? Aber ich brauche einige Daten für Ihnen, dann ich suche für Ihnen bessere Daten, ja, persönliche Daten für Ihnen und dann wir können diese Banküberweisung machen. Mhm. In Ordnung, oder vielleicht Sie haben für mich einige Fragen. Ich möchte das hören. Wenn Sie haben, ich möchte antworten auf diese Fragen, ja? Das ist sehr wichtig. Ja, und wie viel verdient man da? Wie bitte? Wie viel verdient man denn da? Wie habe ich schon gesagt, 25-40%. Ja, weil wir arbeiten mit der technischen Analyse. Wir eröffnen und schließen Geschäfte auf Ihrem Konto so oft. Das sind 3-5 Euro für eine Geschäfte, aber diese 3-5 Euro, Sie beginnen so oft. Das heißt, wenn Sie beginnen mit dem 375 Euro, ja, weil zusammen Ihre Investition und zusammen unsere Bonus, Sie haben auf Ihrem Konto 375 Euro, Sie haben Möglichkeit bekommen 70-150 Euro pro Monat. Ja. Nach erstem Monat. Dann regieren mehr und so weiter. Und wie viel ist das in Euro? Wie bitte? Und wie viel ist das in Euro? In Euro, ich habe schon gesagt, das sind in Euro. Nein, Sie haben ja bloß Prozent gesagt. In Prozent 25-40%. Ja, in Euro, wenn Sie beginnen mit 375 Euro, Sie bekommen auf Ihrem Konto 75-150 Euro. Ja. Pro Monat. Das ist erste Monat, ja, verstehen Sie das? Das ist erste Monat. Dann, wenn Sie nicht können, Ihre Geld abheben, wir reinvestieren, das heißt, reinvestieren. Das heißt, Sie nicht abheben und dann mit diesem Geldbetrag, wie Sie haben auf Ihrem Konto, Sie beginnen Handel. Und im zweiten Monat, Sie haben mehrere Gewinne. Verstehen Sie das? Ja, und wie funktioniert das denn? Also, was passiert denn danach? Ich habe schon gesagt, sehen Sie, Sie beginnen handeln, Sie investieren. Dann, wenn wir bekommen dieses Geld auf unsere, ich muss bekommen eine Nachricht von unserer Finanzabteilung, ich bekomme diese Nachricht, ich sage, ja, Sie haben schon investiert, Sie haben einen Geldbetrag auf Ihrem Konto, dann Sie bekommen einige Anrufe von unseren Finanzexperten. Wir arbeiten jetzt nur mit neuen Investoren, wir arbeiten nur mit dem Handy, mit dem Telefonnummer und E-Mail. Sie können mit unseren Finanzexperten Telefon und E-Mail kontaktieren. Dann, wenn Sie arbeiten mit Ihnen zum Beispiel ein Jahr, wir können auch verschiedene Treffen machen, verschiedene
verschiedene soziale Netzwerke wir können benutzen, ja. Für unsere neuen Investoren, wir arbeiten nur mit dem Handy und dem E-Mail. Was möchte ich Ihnen auch sagen? Wie das funktioniert, Sie bekommen einen Anruf von unseren Finanzexperten und Sie müssen mit unseren Finanzexperten einige Finanzierungsziele setzen. Einige Finanzierungsziele. Und dann, zum Beispiel, das ist neue Auto kaufen und ein passives Einkommen machen, wie ich habe schon gesagt. Dann Sie mit Hilfe unserer Finanzexperten suchen bessere Handelsstrategie. Ja, zum Beispiel, Sie nicht möchten mit dem Krypto handeln. Gut, unsere Finanzexperten suchen Ihnen bessere Möglichkeiten, zum Beispiel Öl. Wenn Sie handeln mit dem Öl. Sie nicht möchten mit dem Öl handeln. Gut, Sie haben Möglichkeit mit dem Aktienhandel. Weil, wie ich habe schon gesagt, auf unserer Plattform gibt es alle Vermögenswerte im Finanzmarkt. Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Kryptowährungen und so weiter und so weiter. Ja. Auch Währungen, Euro, tschechische Kronen und so weiter. Ja. Und wie lange dauert es? Wie wollen Sie? Ist man da Gewinner? Zum Beispiel Ihre Finanzierungsziel, das sind 1000 Euro. Unser Finanzexpert geht für diesen Finanzierungsziel und suchen für Ihnen bessere Handelsstrategie, dass Sie diese 1000 Euro verdienen. Ja? Natürlich, ich kann nicht Ihnen sagen, dass Sie können nach Ende dieses Monats 1000 Euro verdienen. Ja, ich kann nicht das sagen, wie ich habe schon Ihnen gesagt, ich nicht sehe in der Zukunft. Aber Sie bekommen diese Garantie 25-40%. Ja, weil das ist die erste Regel an dem Finanzmarkt. An dem Finanzmarkt gibt es zwei Möglichkeiten Handel. Das sind Basic-Handelweise und Handel mit dem CFD, Contract for Difference oder Investitionsprojekten. Ja, und Investitionsprojekten, das sind selbst eine Vereinbarung zwischen Ihnen als Investor und dem globalen Finanzmarkt. Und an diesen Projekten gibt es eine Garantie, Gewinn, eine Versicherung und diese Projekte nicht so lange dauern. Und was kostet das ist die Versicherung? Wie bitte? Und was kostet die Versicherung? Versicherung kostet, das ist, diese Versicherung gibt in diesem Projekt, aber das muss Ihnen erzählen, alles unsere Finanzexperten. Meine Arbeit Ihnen erzählen, wie das funktioniert, ja, und dann unsere Finanzexperten erzählt Ihnen über diese Handelweise und so weiter, weil ich habe einige Erfahrung auf dem Handel und ich kann Ihnen das erzählen, ja. Und einige Leute hat keine Erfahrung, ich kann auf diesem Basic Handelweise auf dem mit den Investitionsprojekten erzählen. Ich habe einige Erfahrung auf dem Handel mit dem Öl und mit dem Krypto natürlich und ich kann Ihnen sagen, das ist eine sehr gute Welle auf Ihrem Leben, weil Krypto nur steigt. Zum Beispiel vor kurzem gibt alle Kryptowährungen, erste Kryptowährungen auf dem Welt ist Bitcoin. Das ist die Hauptkryptowährung. Hauptkryptowährung. Alle Kryptowährungen heißt Altcoin. Zum Beispiel XRP, ADA und so weiter. Die nicht mehr kostete Kryptowährungen. Und vor kurzem, der Preis aller Krypto im Welt. Steigt, Bitcoin steigt, Entschuldigung, ich kann jetzt Ihnen sagen, Bitcoin steigt 25% nach einem Monat und steigen jeden Tag. Haben Sie auch einige Fragen? Ja, ich überlege gerade, was man da so noch alles fragen kann. Wie ist denn Ihre Rückruftelefonnummer? Ich kann jetzt Ihnen eine E-Mail senden und wir können mit dem E-Mail Verbindung setzen. Ich schicke jetzt Ihnen eine E-Mail. Mir reicht ja eine Telefonnummer, eine Rückruftelefonnummer, wie ich Sie zurückrufen kann. Gut, ich sage jetzt das Ihnen. Kurz, Moment bitte. Ich kann Ihnen auf dem E-Mail schreiben, diese meine E-Mail auch und diese Telefonnummer. Gut? Sie bekommen jetzt eine E-Mail von Louis Keller, dort schreibe ich diese Telefonnummer. Das ist ein bisschen... Ja. Welche Erfahrungen haben Sie denn mit dem Trading? Ich habe 7 Jahre Erfahrung. Ich handle 4 Jahre. Erste 4 Jahre, ich handle nur mit Aktien und mit dem Öl. Ja, und dann 3 Jahre, letzte 3 Jahre, ich handle nur mit dem Kryptowährung. Nur mit dem Kryptowährung. Ja, und welche Arten von Finanzinstrumente können Sie mir denn anbieten? Wie habe ich schon gesagt, wir haben unsere Finanzexperten und unser automatisches System.
Ja, und Sie können arbeiten mit unserem automatischen System und unserem Finanzexperten. Unser Finanzexpert kann Ihnen erzählen über technische Analyse und fundamentale Analyse und so weiter. Und welche Kosten und Gebühren sind mit den Trades denn verbunden? Das setzt, auf welchem Börse wir dem kaufen diese Positionen, ja. Wir arbeiten mit dem großen Teil von dem Börse auf der Welt. Und diese Person, das ist nicht so groß, dieses Swap, das sind 1 bis 2 Euro. Also das kostet auf dem alle Geschäfte, auf dem jede Geschäfte auf ihrem Konto. Ja. Und welche Plattformen und Tools bieten Sie an? Ja, ich habe schon gesagt, das sind Enduring Markets. Das ist internationale Investmentgesellschaft und die Hufe von diesem Unternehmen, Enduring Markets. Dann buchstabieren Sie mal bitte. Ich kann Ihnen auf dem E-Mail senden. Ich habe Sie ja jetzt Sie am Telefon, brauche ich ja nicht auf meine E-Mail gucken. Sagen Sie mir mal die Domain. Enduring. Müssen Sie mal buchstabieren. Ja, kurz, Moment. E-N-D. E wie Emil. E ja. Wie Emil. N. N wie Nordpol. Also 2 E und 2 N, ja? Nein, eine. So, N, aber Sie haben es zweimal gesagt. D wie Dora. Ja. U wie Ursula. Ja. Wie Urlich. Ja. R wie Richard. Ja. I wie Ida. Ja. N wie Nordpol. Ja. I und G wie Gustav. Ja. Minus. Ja. Markets.com. Market mit S, ja? Ja, richtig. Guck ich mal. Lädt ganz schön lange. Ja, klicke bitte auf den Taste Enduring Market minus Enduring minus Market. Jetzt ist hier was, ja, so ein blaues Ding. Ja, und welche Arten von Anlageberatung bieten Sie an? Wie ich habe schon gesagt, eine große Zahl von unseren Investoren handeln mit dem Kryptowährungen, weil der Kryptomarkt sehr volatil ist. Der Preis oft steigt und so oft viel. Ja, und wie ich habe schon gesagt, mit der technischen Analyse, wir können so oft eröffnen diese Geschäfte auf Ihrem Konto und Sie können mehr Gewinn haben auf Ihrem Konto. Ja, für meine Meinung, bessere ist dem Kryptowährungen. Bessere Kryptowährung heute auf dem Markt, nur für meine Meinung, ich habe auf meine Kryptowallet, auf meine Konto diese Positionen, das sind XRP oder Ripple. Ja, und diese Position hat jetzt einige Verklag, einige Prozess mit dem SEC. SEC, das ist eine amerikanische Weltwirtschaftspapier, ja, und sie haben jetzt einige Prozess. Und wenn Ripple Labs, die Company, die hat diese Kryptowährung, kann, wenn die Ripple Labs diese Prozess gewinnt, der Preis von dieser Währung kann steigen um 300%. Das heißt, heute der Preis von Ripple, das sind 0,45 Euro. Ja? Und nach diesem Prozess, der Preis, das sagt alle großen Investoren auf der Welt, kann steigen um 300%. Das heißt, der Preis von Ripple kann steigen um 1,5%. Ja. Und 1,5 Euro. Wie ja. ist Ihre Risiko- und Money-Management-Strategie? Das muss Sie mit unseren Finanzexperten sprechen. Wenn Sie möchten, meine, ich kann Ihnen nicht sagen, ich nur kaufe und verkaufe. Ja. Mit dem technischen Analyse und mit Hilfe unseres automatischen Systems. Das Sie können auf unsere Finanzexperten fragen und mit unseren Finanzexperten diese Risikomanagement gesprochen. Entschuldigung, ich spreche Deutsch nicht so gut. Ich arbeite mit dem deutschen Region nur erste Jahre und das ist für mich ein bisschen kompliziert, aber ich verstehe alles, was Sie sagen für mich. Was ja. Sie fragen und so weiter. Und wie schnell kann ich dann auf mein Konto zugreifen, wenn ich Geld einzahle oder abheben möchte? Sie können auf unserer Plattform das machen. Ja, und wie Sie können auf unserer Plattform. Dann? Wie bitte? Wie schnell geht das dann? Bitte noch einmal sehr schlechte Frage. Na, wenn ich jetzt Geld einzahle, wie lange dauert es, bis ich dann da handeln kann?
Sehen Sie, Sie haben schon mir gesagt, dass Sie haben keine Visa und Mastercard, ja, und keine Kreditkarte und Sie haben keine Online-Banking. Sie können auf Ihren Bank gehen und dort Sie können diese Transaktion machen. Oder vielleicht, ich höre, dass Sie stellen für mich einige gute Fragen oder vielleicht Sie haben einige Erfahrung und Sie hat einige Kryptowallet oder vielleicht einige Account auf dem anderen Kryptowährungszahlungssystem, zum Beispiel Binance oder Crypto.com. Wenn Sie haben diese Account, wir können mit dem Kryptowährung diese Transaktion machen, wenn Sie haben eine Erfahrung. Nö, ich habe da keine Erfahrung. Wie lange dauert denn die Auszahlung? Die Auszahlung, zum Beispiel, wenn Sie möchten auf Ihrem Bankkonto überweisen, das ist internationale Überweisung, das ist SEPA. Ja, und das dauert bis 3 Arbeitstage. Ja, auch Überweisung und auch Ihre Abhebung. Dauert bis 3 Arbeitstage. Ja. Und das dauert nicht so. Wie bitte? Wie erreiche ich Sie denn, wenn ich Fragen habe? Also so im Nachhinein. Bitte noch einmal? Naja, wenn ich mal Fragen in der Zukunft habe, wie erreiche ich Sie denn da am besten? Wir können einige Banküberweisungen machen und ich kann Ihnen helfen, das machen. Das war jetzt nicht die Antwort auf meine Frage. Welche Frage? Nie hören Sie gut. Na, wie kann ich Sie am besten erreichen, wenn ich mal später eine Frage habe? Gut, in diesem Fall, ich kann mit Ihnen später noch einmal sprechen, ja? Nee, die Frage war, wie ich Sie erreichen kann, wenn ich später mal eine Frage habe und Sie nicht mehr am Telefon sind. Wir haben Möglichkeit, mit dem E-Mail Verbindung zu setzen. Also haben Sie gar keine Telefonnummer? Ich schicke jetzt auf Ihre E-Mail-Adresse, aber Sie haben schon mir gesagt, dass Sie nicht können jetzt Ihre E-Mail öffnen. Und in diesem Fall, wir müssen ein bisschen warten, wenn Sie diese E-Mail... Sie können mir ja die Telefonnummer einfach sagen, dann schreibe ich mir die auf. Gut, in diesem Fall schreiben bitte diese Telefonnummer. Ja. Das ist englische Telefonnummer, weil wir haben zwei Hauptoffice in dem London und mit dem Singapur. In dem London, wir arbeiten mit dem deutschen Region, in dem Singapur, wir arbeiten mit... In der London, wir arbeiten mit dem europäischen Region, Entschuldigung, in dem Singapur, wir arbeiten mit dem asiatischen Region. Nummer 4. Also 4. Mhm. 1-3. 1-3. 1-3. 1-3. 8-5. 8-5. 8-7. 8-7. 1-8. 1-8. Okay, dann speichere ich mir gleich mal in mein Telefon, weil dann kann ich Sie ja auch mal zurückrufen, wenn dann mal irgendwas Wichtiges sein sollte. So, die 13, 8, 5, 8, 7, 1, 8. Die gewählte Rufnummer ist ungültig. Die gewählte Rufnummer ist ungültig. Gibt's nicht, Ihre Telefonnummer. Vielleicht das ist eine Geselle. Nee, also so wie Sie mir die gesagt... Haben Sie alles geschrieben, wie ich habe schon Ihnen gesagt? Also die 4-4... Überprüfen bitte noch einmal. 3... Kurz Moment, noch einmal, bitte, noch einmal, Entschuldigung. 8, 5, noch einmal. 8, können Sie noch einmal? 1, 8. So, dann wählen wir mal. Die gewählte Rufnummer ist ungültig. Gibt's nicht, die Telefonnummer. Überprüfen bitte noch einmal und langsam bitte. Noch einmal. Also die 4-4, 1-3, 1-3, dann die 8-5, 8-7, 1-8. 6-7, 1-8. Das haben Sie ja nicht gesagt. Also 6, also die 8, die 5-8 und dann die 6-7. Ja, richtig. Aha, dann machen wir das nochmal. So, dann Moment. Die gewählte Rufnummer. So, dann die 00441318586718. So, dann gucken wir mal. Die gewählte Rufnummer ist ungültig. Ist immer noch ungültig. Vielleicht, das ist, ich muss mit unserem technischen Abteilung verbinden setzen. Vielleicht gibt es einige Probleme. Geben wir bitte kurz Moment.
Moment bitte. Ich muss jetzt mit dem Verbindung setzen. Hey, das war es leider schon von unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Ich bedanke mich, dass du mit dabei warst. Wenn du magst, dann gib dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Schreib gerne noch deine Gedanken in die Kommentare, um den anderen Zuschauern zu zeigen, dass du dabei bist. Wenn du magst, siehst du jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Schau auch hier gerne mal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.